Nein! Ja, ich bin oben. Winner-Motorrad. Hallo! Nein! Ist ja. Nicht jetzt dein Ernst? Ja. Alter, nein! Nein, 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 nein. Nein! Ja, ich hätte es fast geschafft. Ich bin wieder oben drauf, wenn ich den Punkt gekriegt hätte, jetzt wäre es so geil gewesen, ey. Und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA Online, Folge 84, heute eine 10%ige Party Level Asian Map mit dem Tiberius. Guten Tag. Willkommen. Alles klar. So, diese Map stammt noch aus den Urzeiten von GTA, muss man sagen. Nein, yeah. Ich bin gestorben durch dich, ey. Diese Map stammt aus den Urzeiten von GTA, als wir angefangen haben GTA zu spielen, 2015, da kam dann diese Map auch irgendwann raus. Und wir haben diese Map, keine Ahnung wie oft, damals schon gespielt und nie richtig geschafft. Schaffen wir sie heute? Das ist die Frage. 10% ist für eine normale Map echt nicht viel. Für eine Stunt-Map geht's. Da sind 10% jetzt nicht so hart, aber eine normale Level Asian ist hart. Oh, nee. Oh, hier geht's schon los. Der Level Asian, gerade mit der Party, ist immer mit viel rumprobieren und so. Als wäre es gestern gewesen, da kommen schon die Erinnerungen wieder hoch, ne? Das ist wirklich so, ich erinnere mich echt noch an diese Stellen hier, Alter. Ah. Das ist so krass. Und sie funktionieren genauso wenig wie damals. Genau. Das ist auch das Schöne. Stimmt, ja, hier haben wir auch mal ewig gehangen. Ja. Oh, komm hoch! Halt irgendwann einfach nur... Jawohl, bin drauf! Scheiße, ich bin nicht geschickt gefahren. Boah, nein. Hä? Es ist nicht mal gewollt so. Man muss direkt zum Punkt fliegen, oder was? Alles klar, ich dachte, ich hab's, weil ich's aufs Dach geschafft habe. Von wegen. Man muss halt eiskalt. Digga. Toll, ich bin auf dem Dach. Ja! Jawoll, hab ihn. Nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich bin nicht über die Container, sondern ich habe das Schild erwischt und dann... Und? Ja, habe ich auch. Hast du auch? Jawoll. Nein! Tschüss. Komm wieder her. Oh ja. Muss mal hoffen, dass das hier nicht alles... Aber mittlerweile haben wir beide halt so einen krassen Skill bei solchen Maps, dass wir halt eigentlich bei jedem Punkt immer gleich auf sind. Normalerweise ist bei solchen Maps so, einer hat es immer schneller geschafft und man hat ihn die ganze Map nicht mehr gesehen. Oh ja. Jetzt sind wir jetzt immer noch hier gleich auf am selben Punkt. Und das ist einfach krass. Leon, das hätte man auch nicht gesehen, aber weil er verlassen hätte. Erstens das, aber zweitens, er hat halt die Map nie... Lol. Du hast mich weggedrückt, du Spaß. Ich bin einfach richtig weit hochgeglitscht worden, obwohl ich gar keine Technik gemacht habe. Lol. Naja, die guten Techniken. Nein! Ja. Ja. Er schießt schon wieder. Unglaublich. Ich hab den Punkt trotzdem verziehlich. Aber Freunde, das hier ist ja noch nichts. Das ist eigentlich nur abgefahren. Gerade die Map wird noch so hart. Das könnt ihr uns glauben. Die hat nicht umsonst 10%. Weil wir früher auch hier schon bestimmt eine Stunde gebraucht hätten, um herzukommen. Naja, also, das vielleicht. Aber 20 Minuten auf jeden Fall. Und jetzt sind wir bei 3. Oh nein, jetzt kommt diese Einkaufsdienststelle da mit der Treppe. Gleich. Ach nein, oh, da habe ich. Manchmal war ich da so richtig schnell und manchmal habe ich ewig. Für diesen Punkt gerade, Freunde, den ich hier gerade First Try gemacht habe, haben wir damals geschummelt. Da bin ich einfach irgendwo die Leiter hochgelaufen. Weil ich hier nicht hochgekommen bin. Und jetzt mache ich einfach First Try. Bin hier oben, Alter. Schön. Genau, hier war das, glaube ich. Fucking try as well. Warte, wie ging das nochmal? Ich vergessen. Aber die Maps halt damals noch gespielt haben, bevor ich hier angefangen habe, GTA aufzunehmen, haben wir jetzt quasi noch sehr viele Level Asians potenziell da, die einfach schon gespielt haben, aber nicht aufgenommen haben. Deswegen, wenn wir mal Lust und Zeit haben, gibt es dann mal wieder so eine. Wo war denn jetzt der Punkt? Ach, da. Hast du den Punkt schon? Gar nicht, was du willst. Lol. Ich dachte, man muss hier schon hoch, aber man muss erst da die Treppe, die Leiter hoch. Ja.
Lol, ah ja, komm. Ah, jetzt kommt... Nein, der Punkt wieder, da habe ich auch Ewigkeiten gebraucht. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Oh nein, das funktioniert wieder nicht. Ich mach das gleich first try. Ja, das kann gut sein. Ach, den da, ja, den kenne ich. Das ist wieder so einer dieser Folgesprünge, das ist so ein typischer Level-Asian-Sprung. Ne. Ah, aber schön. Freunde, wir sind erst 4 Minuten dabei, also. Ne. Man merkt es schon, wenn man abspringt irgendwie. Ja, ja, genau. Nee, kein Speed. Kein Speed! Ja, das könnte was werden. Ja, ich hab's. Und da hat das auch. Nee, 1 Millimeter zu kurz. Komm schon! Nein! Scheiße, was hab ich denn hier gemacht? Oh, als ob ich den jetzt so schnell hinbekommen habe, ey. Hast du den schon? Ey, ich schaff's hier nicht. Jetzt, ach, jetzt kommt der Weite, wo man immer gegen die Wand prallt und ja, dann gar nicht hochpackt. Genau. Ey, ich krieg's hier gerade nicht hin. Lol, geschafft. Ja, Junge. Er prallt einfach 90 Grad in die Luft. Und diese langen Respawn-Zeiten auch von den Oldschool-Maps. Echt so. Lol. Ah, fast. Aber guter Trick. Interessant, dass der so reagiert. Was für ein Trick? Tja, wüsstest du gerne, wa? Tja, immerhin bin ich vorne. Ja, leg mir am Arsch. Ich will den Punkt nicht schummeln wie früher, aber... Ey, ich komm einfach nicht hoch genug. Nein! Ey, der Speed hätte locker gereicht, aber ich flieg direkt neben den Container. Was ist denn so was? Was ist denn bei mir? Ja. Oh ja. Jawoll, jetzt ist er doch da. Mein Gott, einmal hier. Jetzt bin ich da. Wo bei mir? Ich komme. Blitzgold. Oh, ich bin nicht an der Wand abgeprallt. Das ist gut. Das ist das erste Mal, dass ich nicht an der Wand zur Tankstelle abgeprallt bin. Junge, ohne Scheiß. Oh, jetzt der Sprung. Oh, easy peasy. Auf First try, die Scheiße. Ja. Auch die Sachen, die wir früher so richtig lange gebraucht haben. Wie kommt man denn da hin? Hier? Lass mal gucken, wo man hier überhaupt langkommt. Jetzt holst du mich ein. Das ist diese Stelle hier. Ich kann es nicht mehr beschreiben, aber... Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ich sehe dich da hinten sogar. Genau, die Stelle. Nein! Ich komme da nicht hoch. Fuck, wie kann man da nochmal rüber? Kann man nicht hier einfach fahren? Nein. Ach, fuck! Komm, mach hinne! Jawoll, klappt doch! So, jetzt muss man da irgendwo hoch. Warte mal, wo war das nochmal? Ach so, ja, das war ja einfach hier irgendwo. Ich erinnere mich. Wo? Da oben? Ach so, ja, da kann. Da muss man irgendwie so ein Wandding. Ja, ja, ich weiß. Nein! Das wäre so gut gewesen. Fahr doch da einfach hoch, Alter. Damn it! Noch mehr Anschwung. Und? Habe ich den Schwung? Ja! Ach, du hast den Sprung schon? Ja. Okay, heftig. Jetzt kommt der schwierigere Teil, wo man das doppelt schaffen muss. Ach Gott. Ach so, den, ja. Und danach kam ja so eine richtige Glitchstelle. Aber danach war es ja fast schon mit der Map, ne? Ja, irgendwie schon. Hä, als ob das jetzt so einfach ist. Ja, tatsächlich. Na gut, mal gucken. Mal gucken, ob das überhaupt so einfach ist. So, ich bin jetzt auch auf dem Dach oben drauf. Ah, sehr gut. Du wirst mich hier noch überholen. Nee, Digga. Ich muss jetzt hier das hier erstmal machen.
Oh, hier. Und First Try, jawoll! First Try! Oh, ich habe die Stelle danach geschafft. Nein, ich bin runtergefallen. Oh Mann, ich habe den Sprung First Try geschafft, Digga. First Try. Ja, doch, eigentlich ziemlich einfach, das stimmt schon. So, Mann. Den habe ich auch. Hey, bist du jetzt auch noch bei dem Sprung? Ja. Oh, ich dachte, du hättest ihn, hättest ihn. Den habe ich noch nicht. Mehr. Nein, daneben. Da bin ich den zweiten Sprung. Zweit? Okay, über den grünen Container rüber. Dahinter ist nur eine ganz kleine Lücke und in die bin ich dann reingeflogen, Das ist jetzt natürlich belastend. Unternehmen. Mann, das ist so eigentlich so ein leichter Sprung. Ey, ich komm nicht rauf, weil ich mal den scheiß Spawn kriege, der mich immer daneben spawnt. Hey, ich werde immer entweder direkt rechts oder direkt links daneben abgesetzt. Was ist das denn? So, jetzt aber. Komm schon. Nein! Mann. Jetzt hat er's. Dann hat er's. Nein! Mann! Mit der Hälfte des Motorrads war ich drauf. Genau so ging's mir auch gerade. Mit der Hälfte des Motorrads. Ich werd wahnsinnig. Da hat er's. Könnte. Daneben. Und bin drauf. Ja, nice. Hans? Please. Wo ist die Härte der Map, Alter? Ich fühle mich ja hier fast schon... echt so. Digga, aber ich glaube auch safe, die haben doch die Steuerung irgendwie optimiert im Laufe der Jahre, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damals so schlecht waren einfach. So, ich hab's auch geschafft, ne? Ich will ja keinen Druck hier haben machen. Ja, nice. Ja, die Stelle hier, ne? Ach, diese Oh Gott, ja, ich erinnere mich auch noch. Die fand ich früher auch richtig schwer. Nicht geschafft, schade. Dass wir bei dieser Stelle hier noch so zusammen sind. Wie früher. Wir haben die Map irgendwie 2015 oder 2016 gespielt, also. Nein. Toll. Mein Gott. Ja. Hä, hey, läuft. Ja. Hä? Digga. Nein. Ja, Darkst. Ja, als ob du kein Leben verlierst, ey. Ey, Digga. Das geht doch. Hinter mir hier mit einer Axt, Alter. Nein. Ja, mit Controller sogar, Alter. Ah, oh, Mann. Ja, ich bin oben drauf. Nein, ja, ich bin oben. Dena-Motorrad. Hallo, Dena. Ist ja. Nicht jetzt dein Ernst? Ja. Alter, nein. Nein. Ja, ich hätte es fast geschafft. Ich bin wieder oben drauf, wenn ich den Punkt gekriegt hätte, jetzt wäre es so geil gewesen, ey. So Nein! Ey, ich komme nicht oben drauf, ey. Ohne Scheiß. Oh, ist das geil. Ist das geil. Ey, komm schon! Mann, jetzt ist hier meine ganze. Ich muss jetzt erstmal hier eine Pistole in die Hand nehmen wegen dir. So, meine Motorräder hier wegspringen. So, ich hab's. Ey. Sowas hier Punkt? Alter Schwede, ja. Fuck! Sowas kann ich immer nicht so gut. Oh! Ja! Nein! Ey, du bist so ein Wichser! Du bist so das ein Wichser! Du, so verdient, du bist ne? so ein Wichser! Ohne Scheiß! Ey, du bist so ein Wichser! Ey, wenn du jetzt die Map verdient, gewinnst, wenn du jetzt die Map gewinnst, weil ich hier an diesem Punkt hängen bleibe, ne? Klar. Ja, wieder drauf, easy. Jetzt habe ich den Trick, Alter. Ich mache immer schon die Bremstechnik, obwohl man. Ja, die hier darf nur... man gar nicht machen. Komm! Oh, leck mich jawohl, habe ich auch. Ganz kurz gucken, drosselt meine Aufnahme? Nö. Weißt du, bist auch schon da oben? Ja, ach, gut, jetzt da. Muss man da auch noch gerade rauflegen. Das kriege ich nicht hin, da habe ich auch lange gebraucht früher. Na komm, schnell. Wo ist der nächste Punkt? Da oben. Jeder Try, den er jetzt hat, ist eine Chance, ja, zu gewinnen. Nein! Ich komme da einfach nicht hin. Scheiße. Ich komme da einfach nicht hoch. Ja.
Oh, jetzt ist Papa da. Musste man da nicht an einer besonderen Stelle Wheelie ziehen, sonst schafft man es nicht weit genug oder so? Ja. Und du musst genau gerade darunter. Alter, nicht mal ansatzweise weit genug geschafft. What the fuck? Ja. Das ist... Hast du schon mal weit genug geschafft? Nee. Okay. Oh Gott. Nein, oh Mann. Alter, wieso man... Ich bin nicht mal ansatzweise so weit. Okay. Da ist man zu sehr durchs Gleiten gewöhnt. Ja, das stimmt. Ja, jetzt bin Schattengeier dir. Nein, du Sack. Ich hab das extra gemacht. Er gönnt einem nüscht. Ja, klar, ich jetzt zum Sieg verhelfen. Nüscht, Alter, ohne Scheiß. Mann, ey. Ey, ich komm den Container da nicht hoch und jetzt hat das. Nein, ich bin immer eine Containerlänge zu wenig. Da hat er das doch, das sehe ich doch exakt. Mann, ey, Alter. Okay. Aber sowieso schon krass, dass wir nach einer Viertelstunde hier sind, ohne Scheiß. Ja, das stimmt schon. Also ohne Witz. Viertelstunde, ey. Früher haben wir Ewigkeiten gebraucht. Mann, jetzt habe ich immer einen scheiß Spawnpunkt. Da hat das. Oh, nein, immer noch ein paar Meter. Krass. Man braucht eine Technik, Alter. Please, ich komme hier nicht hoch. Den Windschatten kannst du ja abschwenken. Please, Alter. Ich saß auf dem Motorrad, aber ich saß nicht drauf und er ist einfach runtergefallen. Please. Okay. Diese Aussage war gut. Hm? Ja. War gut. Nein. Ja. Frag einfach nicht. Oh, immer noch. Alter, wie soll... Alter Schwede, ich bin so weit. Nein, ich hab mich überdreht. Ich bin im Container, ey. Guck's dir an, wo ich bin. Hä? Weil ich mich überdreht hab in der Luft. Ich bin genau hier drin gelandet. Oh, der kommt gut. Nein, ich hab zu früh aufgehört, Willi zu machen, weil ich dachte, ich komm weit genug. Ja. Genau so ging's mir auch gerade. Nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Aber es sieht schon wieder so geil aus. Nein, ich flieg zu weit nach links. Leute, ich bin auch gegen den Container fast geklatscht. Oh Gott. Diesen Spaß vor dir hat man nur bei solchen GTA-Folgen hier, Alter. Ohne Scheiß. Nein, ich bin zu weit für Windschatten. Nee, das wird auch nichts. Nee, bei mir auch nicht. Please. Ey. Ich warte kurz hier. So. So, jetzt Vollgas! Oh fuck. Daneben. Junge, ich bin weit genug und nur zu weit links. Aber ich bin vorher leider rausgeflogen, deswegen. Also komm! Nein! Ah, da hat das. Komm, noch ein Stück weiter. Nein, noch ein Stück weiter. Ein Meter. Das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Ja, bei mir war es aber auch gerade so richtig knapp. Ach Mann, was haben wir denn anders gemacht, als wir so weit geflogen sind? Was ist das denn immer? Ach komm. Das gibt's doch nicht. Immer so knapp. Da hat das. Nicht runterfallen. Jawohl! Ich hab's. Nein, ich bin fast weit genug. Und so weit denkst du. Ah, also super. Verkehrt. Also ich hab komplett Nummer 8 bis zum blauen Container und beim blauen Container dann 5 und dann hat's geklappt. Hm. Aber jetzt kommen noch ein paar harte Sachen, also so ist nicht. Wobei, da vorne ist der Zielsprung, aber der ist halt hart, ne? Also wenn ich den schaffe, werde ich dann halt ins Ziel fahren, ne? Ja, klar. Weil da ist der Container, das ist direkt das Ziel. Oh, nee. Reicht's trotzdem? Nein. Mann, das ist so scheiße, weil da immer dieser scheiß Sonnenschirm mit den mit den Plastikstühlen steht und der spawnt jedes Mal wieder neu. Ach, das ja. Ja. Ey, du musst halt Glück haben, dass es trotzdem funktioniert irgendwie. Ja, nein, ich flieg zu weit, oder? Oh, jawohl.
Nein. Ach komm, nein. Ey, bei Schnee, ne, wäre das unmöglich. Also. Ja. Stimmt. Jawohl, den habe ich auch. Okay, ich bin jetzt beim Zielsprung, also. Der hat 20 Minuten, echt? Also ich probiere es, ne? Ja, ja, klar. Okay. Tut mir dann natürlich jetzt leid, wenn ich es reinschaffe, aber. Ja, ich habe die Map ja schon mal gespielt. Ja, wir haben es ja beide schon mal beendet. Nein! Da hat das. Wahrscheinlich reicht es nicht mal ansatzweise, oder? Ich glaube, wir haben es damals mit Fallschirm gemacht, kann das sein? Ach, das war das, okay, ja, ja, dann erinnere ich mich auch wieder. Dann weiß ich genau, welcher Sprung. Fallschirm, ja, ja. Ah! Nein! Ich bin gegen den Container gefallen, wo man eigentlich rein muss. Blöd. Aber ich soll es ein paar Tries haben, glaube ich. Ich komme da einfach nicht mehr ansatzweise rauf. Was ist das denn? Ja, wir müssen gleich unbedingt noch eine spielen. Ja, ist echt so. Ich finde, die machen viel mehr Spaß als die Automaps. Ja, ist echt so. Aber ich kann die halt mit niemandem spielen, außer mit dir. Dennis kann die nicht, Leonard kann die nicht so. Und mit jemand anders nehme ich kein GTA auf. Ja, Leonard kann auch gar nichts. Jawohl! Nein! Jawohl! Wer hätte es gedacht? Also ich hätte es wirklich nicht erwartet. Nach 30... noch nicht mal, na, 20 Minuten eine 10% Map geschafft. Also das hat mich wirklich überrascht. Jetzt. Please. Alter Schwede. Oh, die Map war mega funny. Ein paar spannende Szenen. Aber Freunde, wir brauchen eine härtere. Also suchen wir uns mal eine unter 10% raus, würde ich mal sagen. Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Seid also sehr gespannt. In diesem Sinne, Freunde, ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann, bye bye.